Notfallfeuerwehr Bochum. Ja, guten Tag, hier an der Straße brennt. Also das Gebäude brennt von außen stark. Das Gebäude brennt? Das ist eine Wohnung. Da kommen große Flammen raus, die sind schon 4 Meter hoch oder so. Okay, alles klar, wir kommen sofort. Ja, ich sehe Feuer. Flammenschein bis zu 4 Meter aus dem Fenster, rot überzugreifen. Hier Brandbekämpfung, LF Menschenrettung. Also klar, ich habe mir vorgestellt, ich mache Feuer aus, was das Übliche. Aber wie das miteinander ist und wie das alles hier abläuft, nein. Abmarsch, Abmarsch. Fahr ein Stück vor, dass wir so dran können. Hier ist im Dachbereich, da. Okay, Drehleiter, ne, in Stellung. Also positiv gesehen, es hat sich alles übertroffen. Das hier ist alles Löcher, ne? Hier sind nur Löcher. Ist der hinter mir? Er ist wie eine zweite Familie. Wir verbringen unglaublich viel Zeit miteinander. Jasmin, da oben rechts, ne? Ja, so. Auch wenn man Schwierigkeiten hat oder Probleme, hat man immer direkt 20 Mann, die um einen herum sind und auch dann für einen da sind. Oh, ist schon Wasser drauf, die kommen jetzt. Ich habe bei der Feuerwehr in Bochum angefangen. Bochumer Junge in dem Sinne. Wir sorgen für die Sicherheit hier. Für die Mitbürger. Dafür sind wir ausgebildet. Habt ihr was? Nein! Habt ihr eine Person? Also, das hat für mich nichts mit Heldentum zu tun. Alter! Alle weg! Der Rekordwasserversorgung soll die Leiter sicherstellen. Die Leute sind ja an dem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Also rufen sie uns. Wir sind ja darauf geschult, in solchen Situationen da richtig zu handeln. Aber für Außenstehende, die das nicht gewohnt sind, sind das halt Ausnahmesituationen, die man auch nicht erleben möchte. Also es geht eh immer um Zeit, wenn wir in Einsatz fahren. Wasserrettung ist halt immer was anderes. Da geht es wirklich um jede Sekunde. Ne? Wir brauchen keine Angst haben. Ne? Hier kommt frische Luft durch. Und wir gehen schön den Kollegen hinterher. Was ist denn hier passiert, ey, dass der den Klamotten noch auf dem Balkon stand? Wenn ich ein Kind in der Alarmierung höre, man kann sich nicht dagegen wehren, dass man sich überlegt, was wäre, wenn das jetzt dein Kind ist. Hier kommen jetzt ganz viele Feuerwehrleute und die gucken nur, dass wir dich da vernünftig rauskriegen, ja? Das ist in 30 Jahren meine zweite Schlange, das ist unglaublich, ey. Ich habe noch nie einen Tag gehabt, wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, ich habe keine Lust. Das habe ich in 30 Jahren noch nie gehabt. Und wer das behaupten kann über seinen Job, dann glaube ich, ist man an der richtigen Stelle. Ihr seht da qualmt, ne? Wo Brand gemeldet ist, ist für uns schon irgendwie immer aufregend, weil ja, das ist ja mit so einem Grund, warum man zur Feuerwehr gehen möchte, weil man eben Feuer bekämpfen und ablöschen will. Also meine Mama hat immer gesagt, du hast jetzt schon 3 Ausbildungen, wie viel willst du noch machen? ja, ich bin mir sicher, jetzt ist es die letzte. Hallo, Kokoschinski, was ist denn mit Ihnen passiert? Ich glaube, wir haben ja schon ein wirklich sehr breites Spektrum, was uns alles so am Tag erwarten kann. Ne? Von der Wasserrettung zum Brand, zum PKW und dann dieses, ja, viele sagen das ja immer wieder, so eine zweite Familie zu haben auf der Wache. Krieg den Wink, ich muss da rein. Ja, gehen wir rein. Ist ja auch in einer normalen Familie so, dass man auf den anderen achtet und aufpasst. Und das ist hier genauso. Edna.